Als ein kleiner asiatischer Mann eine übergewichtige schwarze Frau heiratete, lachten und verspotteten die Leute das Paar, weil sie nicht verstehen konnten, was sie ineinander sahen. Aber Jahre später bereuten dieselben Leute ihr hartes Urteil. Donny Nguyen war ein asiatischer Amerikaner wie jeder andere. Er war 33, arbeitete hart, verdiente gutes Geld und genoss sein Leben. Er lebte das, was viele den alten amerikanischen Traum bezeichnen würden. Aber natürlich sind die Dinge nicht so einfach, wie sie scheinen. Und wenn du tiefer in Donnys Leben eintauchst, wirst du feststellen, dass nicht alles so glücklich, geradlinig und einfach ist, wie es auf den ersten Blick erscheinen mag. Donny war in einer Beziehung mit einer 29-jährigen Frau namens Angel. Das war eine ganz normale Beziehung und sie verstanden sich wie jedes andere Paar. Sie liebten sich innig, gingen oft aus und genossen die Zeit mit dem anderen. Natürlich hatten sie hin und wieder Meinungsverschiedenheiten, aber welches Paar hat das nicht? Was ist also so seltsam und scheinbar beunruhigend an dieser Beziehung? Nun, während Donny ein asiatischer Amerikaner war, war Angel eine Afroamerikanerin. Diese unterschiedliche Kombi fällt in vielen Teilen der Welt vielleicht nicht auf, aber dort, wo Donny und Angel lebten, schon. Es war nicht normal, dass ein asiatischer Mann mit einer Schwarzen zusammen war. Wenn sie Hand in Hand die Straße entlang ging, wurden sie von Leuten angestarrt und verurteilt. Es gibt auch Fälle, wo die Leute offen auf das Paar zeigten und es auslachten. Wir sind sicher, dass du verstehen kannst, dass dies für Donny und Angel eine seelische Zerrüttung gewesen sein muss. Wenn wir ein paar Jahre zurückgehen, hatten sich Donny und Angel bei der Arbeit kennengelernt. Sie hatten beide einen Job im örtlichen Walmart und sahen sich oft im Laden. Irgendwann fingen sie an, sich im Vorbeigehen zu unterhalten und in einer gemeinsamen Schichtpause im Pausenraum kamen sie richtig gut miteinander aus. Ja, ich hatte sie schon bemerkt, lachte Donny und erinnert sich an ihr Werben. Ich fühlte mich sofort zu ihr hingezogen und versuchte ständig, sie zu beeindrucken. Aber ich hätte nie gedacht, dass sie auch an mir interessiert sein könnte. Aber Angel gefiel sehr, was sie da sah, und schon bald wurden sie ein Paar. Seitdem sind sie sich im Laufe der Jahre immer näher gekommen und stärker geworden. Sie sahen keine Hautfarbe oder Rasse, sie sahen einfach etwas Schönes ineinander. Alles, was man braucht, ist Liebe, oder? Nun, das schien nicht zu gelten, wenn es darum ging, was andere Leute über die Beziehung der beiden dachten. Wenn die beiden zusammen einen Raum betraten, zogen sie alle Blicke auf sich. Die Leute waren schockiert, als die Leute sahen, dass dieser kleine asiatische Mann mit einer übergewichtigen schwarzen Frau auftauchte. Es brachte Donny und Angel sogar dazu, sich zu fragen, ob ihre Beziehung normal war oder nicht. Wenn so viele Leute die Alarmglocken läuten lassen, dann fragt sich selbst das liebevollste Paar, ob das, was es tut, richtig ist oder falsch. Es war sehr seltsam, dass sich die Leute so plötzlich für unsere Beziehung interessierten, sagte Donny und erinnert sich an die Aufmerksamkeit, die er und Angel auf sich zogen, als sie zum ersten Mal zusammenkamen. Man würde nie denken, dass sich die Leute so sehr dafür interessieren, mit wem man zusammen ist. Ich habe mich jedenfalls noch nie so sehr für die Beziehung eines anderen interessiert, aber plötzlich schienen sich alle Leute dafür zu interessieren. Angel stimmte zu. Es war nicht einmal so, dass wir irgendeine Art von positiver Aufmerksamkeit von Leuten bekommen hätten. Es schien so, als ob die Aufmerksamkeit, die wir auf uns zogen, aus einem negativen Grund kam. Vielleicht gefiel es jemandem nicht, dass ich mit einem Asiaten Händchen hielt oder jemand nahm Anstoß daran, dass Donny mit einer Schwarzen zusammen war. Das war furchtbar. Aber das Schlimmste war, dass sogar ihre Freunde anfingen, sie zu ignorieren und schließlich ganz aufhörten, mit ihnen zu reden. Weder Donny noch Angel hätten gedacht, dass ihre Freunde die Beziehung so hart beurteilen würden. Es gab keinen Streit oder eine Diskussion, sondern die Freunde fingen an, sie auszugrenzen. Das war besonders schmerzhaft für Angel, die ihre Freunde schon seit ihrer Kindheit kannte. Aber wenn sie sich nicht für sie und ihre Beziehung freuen konnten, dann waren es auch keine Freunde. Eine weitere Sache, mit der die beiden nicht gerechnet hatten, war die Tatsache, dass Fremde in ihre Beziehung eindringen würden. Es ist wirklich seltsam, wenn die Leute zu dir kommen und einen Kommentar über deine Beziehung abgeben. Es ist so, als würde eine beliebige Person auf dich zugehen und eine beiläufige Bemerkung machen, von der sie vielleicht gar nicht weiß, dass sie beleidigend oder verletzend ist. Aber in Wirklichkeit ist sie es. Ich werde nie verstehen, warum oder wie Menschen so etwas tun können. Zum Glück waren sowohl Donny als auch Angel aus hartem Holz geschnitzt und hatten ein dickes Fell. Sie versuchten, sich von den Beleidigungen und verletzenden Worten nicht stören zu lassen, und tatsächlich hatten sie wahrscheinlich den gegenteiligen Effekt, als die Leute vielleicht dachten. All diese Widrigkeiten brachten die beiden nicht auseinander, sondern schweißten sie zusammen und machten sie zu einem engen und undurchdringlichen Team. Deshalb dachte Donny, dass es an der Zeit war, ihre Beziehung auf die nächste Stufe zu heben. Egal, was andere Leute wollen, ich war total in Angel verliebt, erinnert sich Donny an seine Entscheidung. Sie brachte mich immer zum Lachen, war für mich da, wenn es mir schlecht ging,
unterstützte mich bei dem, was ich tun wollte, und natürlich tat ich all diese Dinge auch für sie. Also beschloss ich, dass es Zeit war für einen Heiratsantrag. Ich wollte schon immer heiraten und ich wusste, dass es ihr genauso ging. Also nahm ich den Mut zusammen und kniete mich hin. Aber die Reaktion auf diese Nachricht war nicht das, was sie erwartet hatten. Sowohl Donnie als auch Angel dachten, wenn die Leute sehen würden, dass es ihnen wirklich ernst ist und sie heiraten wollen, würden sie sie vielleicht eher akzeptieren. Es stellte sich heraus, dass die negativen Kommentare und die Beschimpfungen noch schlimmer wurden. Die Leute lachten über die Entscheidung und verspotteten die beiden. Niemand konnte verstehen, dass die beiden sehr verliebt ineinander waren, auch wenn sie für die Außenwelt nicht wie ein herkömmliches Hollywood-Paar aussahen. Sie waren perfekt füreinander, das zählte. Ihre Hochzeit war wunderschön, auch wenn sie nur in einem kleinen Rahmen stattfand. Nur ihre engsten Familienmitglieder waren anwesend und es gab auch keine große Party. Trotzdem war es der perfekte Tag für die beiden und keiner von ihnen hätte es anders gewollt. Es ging darum, ihre Liebe und ihre Verbundenheit zu feiern, ihre Hingabe zueinander und ihre Bereitschaft, sich voll und ganz dem anderen hinzugeben, egal was andere Leute sagen. Angel war es egal, dass Donnie klein und ein Asiate war. Genauso wenig machte es Donnie etwas aus, dass Angel dick und schwarz war. Alles, was zählte, war, dass sie sich bedingungslos liebten. Aber würden sie den Test der Zeit überstehen? Oder waren sie wirklich dazu bestimmt, nicht zusammen zu sein, wie alle dachten? Doch Jahre später bereuten dieselben Leute ihre gemeinen Worte und ihr Gelächter, denn Donnie und Angel bewiesen ihnen das Gegenteil. Sie sind nicht nur trotz aller Schwierigkeiten zusammengeblieben, sondern haben auch noch ein glückliches Leben geführt, glücklicher als viele andere Paare mit ähnlicher Hautfarbe. Das erstaunliche und unverwüstliche Paar plante sogar bald ein Kind zu bekommen. Das zeigt, dass selbst im Angesicht von Neinsagern und Menschen, die bereit sind, dich runterzuziehen, etwas Schönes und Magisches geschehen kann. Haben die Leute trotzdem gelacht und geurteilt? Natürlich. Sie waren immer noch das gleiche Paar, das sie vorher waren. Aber sie hatten gelernt, diese engstirnigen Ignoranten zu ignorieren, die nicht glaubten, dass zwei Menschen, die so unterschiedlich aussahen, so verliebt sein konnten. Das bewies nur, wie inakzeptabel und respektlos manche Menschen sind. Stell dir vor, wir hätten auf alle gehört, die gesagt haben, dass Donnie und ich nicht zusammen sein sollten, sagte Angel. Wir hätten es nicht länger als ein paar Wochen ausgehalten. Aber hier sind wir, wie viele Jahre auch immer, verliebter und näher als je zuvor. Meine Oma hat immer gesagt, dass man sich nie von irgendjemandem oder irgendetwas von seinen Träumen abhalten lassen soll. Und weißt du was? Sie hatte recht. Und jetzt liegt es an dir. Was hältst du von dieser Geschichte? Wie würdest du dich fühlen, wenn du in Donnies oder Angels Lage gewesen wärst und die Leute dich wegen deiner Beziehung und der Person, die du liebst, verurteilen würden? Wie immer freuen wir uns, wenn du uns deine Gedanken und Meinungen in den Kommentaren mitteilst. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.